Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Mörder. Einige von euch kennen das Flash-Game wahrscheinlich schon, aber für die, die es nicht kennen, es geht darum, dass wir den König umbringen, ohne dass er es merkt, obviously, und dass wir danach den Mantel des Königs annehmen und verhindern, dass wir umgebracht werden. Ich kenne tatsächlich nur das grobe Konzept von dem Spiel, das heißt, für mich ist fast alles neu. Ich habe mal eine Minute reingeschaut. Los geht's! So, dann creepen wir hier mal hinter ihm. Oh, er guckt nach oben, ne? Ich bin gar nicht am Aufladen, aber das ist dein Fehler, Bruder! Weil jetzt lade ich auf und er kann sich nicht umdrehen, du! Huste noch einmal, Alter! In so einer Pandemiezeit ist das nicht gut, also direkt umgebracht. Das verzeihe ich ihm nicht. Boom! Und jetzt bin ich dick geworden, weil als König ist man automatisch dick. So, und erwischt! Haha, doch nicht. Erwischt! Haha, doch nicht. Erwischt! Haha, doch nicht. Erwischt! Haha, doch nicht. Erwischt! Haha, erwischt! Ich bin nicht hängen geblieben, keine Sorge. Bin keine Schallplatte, aber jetzt habe ich ihn erwischt. Doch nicht. Aber jetzt habe ich ihn erwischt. Okay, doch nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, was... Ah, wir werden gerade älter. Ich glaube, wir sollten nicht so viel unser Zeug spammen. Oh mein Gott! Dracula mit einem Heal Potion, stech ihn in mich rein. Gib mir den Potion. Ja, ich möchte etwas trinken. Gib mir etwas Lebenssaft. Es ist Gift. Du Wichser. Alter, ich hab dir vertraut. Ich dachte, ich sterbe bald. Jetzt bin ich gestorben, anstatt zu sterben. Alter, es fällt doch auf, dass der nicht der König ist. Der hat ein ganz anderes Kinn. Hilfe. Oh, it's a me. So, dir habe ich nochmal vertraut, du kleiner Sack. Ja, der hat immer... Riecht der jetzt, dass ich ihn töten will? Alter, habe ich gefurzt vorher oder was? Was ist denn da los? Okay, diesmal ohne Furz, bitte. Ich halte nichts zusammen. Ich habe... Oh, oh. Ah, scheiße. Wenn er die Krone macht, ja, da habe ich direkt... Lol, König Pimmelnase ist im Hintergrund. Ja, und bam, das ist für meinen Großvater. Du hast ihn einfach umgebracht. Er hat dir vertraut und du hast ihn umgebracht. Vielleicht ist der Typ ja auch nur mit einem Rückenkratzer dabei. Vielleicht sollte ich mich mal am Rücken kratzen lassen. Es juckt ein bisschen, so ist es nicht, ne? Man weiß es ja nicht. Okay, ist Dracula wieder ein Arschloch? Ich weiß es nicht. Okay, der Joker, der will mich aber auf jeden Fall umbringen, oder? Der will mir nicht die Haare schneiden, oder? Was ist hier los? Der Kasper, meinte ich. Okay, hier mein Butler, der kommt mit einem roten Trank. Rot? Grün ist giftig. Darauf hätte ich selber kommen können. Aber rot ist der Tod. Oh mein Gott, es ist gar nichts im Glas. Was passiert? Ich werde jünger. Oh, okay. So können wir unendlich lang leben. Willst du mir den Rücken kratzen? Ja, aber ich bin jung genug, um mir selber zu kratzen. Haha! Also der könnte mich auch mit seiner Nase umbringen, ne? Der braucht dafür nicht eine Waffe, auf die er seine Nase gesteckt hat. Ich frage mich nur gerade, ob das immer die gleichen Ergebnisse sind. Also sind die gleichen Menschen, bin ich immer vergiftet bei dem? Oder besteht die Option, dass der was Gutes für mich will? Dass er mal nicht ein absolutes Arschloch ist? Wie kann man mir sowas tun? Ich bin weg. Tschüss, Brudi. Haha. Ich gehe jetzt deine Mutter ficken. Wenn da jetzt keine nackte Frau liegt. Oh, da weiß ich auch nicht. Was ist das denn? Ah, ich habe die Giftschwertkrone. Verstehe ich nicht. Warum bin ich zu Zombie geworden? Press Space to restart. Das ging ja easy. Okay, dann bringen wir nochmal den alten Opa hier um. War das das Game, Alter? Deine Mama. War das das Game? Also ich hatte gedacht, das ist ein Ticken länger. Oh, was? Er hat... Das ist ein Cyborg. Habt ihr das gehört? Der Typ ist ein Cyborg. Der hat mit seinen Augen, die hat er so zusammen gemacht und es hat so Klick gemacht. Als wäre er denn eine Fotokamera oder so. Das ist sehr verdächtig. Der hat wahrscheinlich irgendwas aktiviert, damit er hinten die Augen öffnen konnte. Bam! Ich hasse Cyborgs. Huh. Guck mal, Mama. Ich habe ein Kind geboren. Aber es ist alt geboren. Hallo, Max. Der heißt ab jetzt Max. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, der Typ sieht so aus, als würde er Max heißen, oder? Oh, heile mich mit deinem roten Getränk. Huhu, ich hoffe, ich trinke dein Blut. Es wäre auch voll geil, wenn der dieses Teil einfach voll in mich rammen würde. So voll in den Rücken. Also sein Metall, meine ich, seinen Finger. So, mal gucken, ob wir sterben. Nein, tun wir nicht. Wir werden einfach jünger. Wir sind unglaublich geilo. Oh, wer ist das denn? Ein Hofnarr. Oh, der will mich massieren. Ich lass mich massieren, komm. Massier mich, Baby. Massier mich. Oh, was ist los? Oh, cute. Was? Was ist gerade passiert? Was? Was ist das für ein Vieh?
Warum habe ich den jetzt geheiratet und warum haben wir Manu bekommen? Zweimal. Wir haben Manu-Zwillinge. Absolut cool. Guck mal, wie glücklich er aussieht. Ich nicht, aber er. Wenigstens einer von zwei. Das sind 50%. Das ist relativ viel. Und die Kinder sind sowieso vor. Also 3 von 4. Das Teil sieht ultra geil aus. Ist mein Lieblingskind. So, du alter Sack. Gib mir mal deine Krone. Warte. Er hat gedacht, ich falle nicht drauf rein. Er hustet. Das war Junge. Psychologie, erste Klasse. Komm, dreh dich um. Haha, Vollidiot! Psychologie, 2. Klasse! Junge, als würde ich zweimal auf den gleichen Trick nicht reinfallen und dafür stirbst du! Mama, ich habe gerade Kaka gemacht. Nein. Oh mein Gott, es ist Max, Zwillingsbruder, Max! Oh, oh, also mit E, nicht mit E. Was will denn jetzt Lord fucking Dracula von uns? Herzinfarkt, Alter. Ich will unendlich lang. Ich will richtig viele Leute eigentlich töten, aber ich werf sie nur in den Kerker. Das ist ein Problem. Ich brauche einen roten Trank! Warum bist du so happy, dass du erwischt worden bist, Alter? Eigentlich könnte ich mich von dem auch killen lassen. Das wäre ganz cool. Oh ja, roter Trank macht mich jung, du geiler alter Greis. Denn hier ist dein Verjüngungstrank. Gönn ihn dir. Ach nee, Moment, ist gar nicht das Gift. Oh oh, der Zwilling, Drillingsbruder von Max und Max. Mux! Nicht erwischt. Der gibt keinen Mucks von sich. Ah, Mucks! Ah, oh, scheiße, aber wir können es unendlich lang ausziehen und wir nehmen Mucks! Jetzt sind nur noch Mox und Mix übrig. Bitte stich mich nicht ab! Der da ist immer voll easy irgendwie. Wie kann denn Lord Dracula schon wieder hinter uns sein? Hä? Wie habe ich den erwischt? Der hat gar nichts gemacht. Egal. Worth it! Noch einen in den Kerker, bevor wir in die Tür gehen. Oh, oh, Mix ist da, Mix ist da, so einen Wix, haha, abgehauen. Vollidiot, wenn er da jetzt hinterher gesprintet wäre, ich kann mich ja auf einer Treppe, wie sieht denn die Wache aus? Auf einer Treppe nicht wehren, ne? Also Treppen, da muss ich mich konzentrieren für, dass ich die runtergehe. Und so gewann Zombie das Spiel, das Leben, die Erde, das Universum, das Multiversum. Dann versuchen wir noch ein letztes... Nein, 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 nein. Du erwischst mich nicht. Nur weil ich am Kommentieren bin, heißt es nicht, dass du mich in Flagranti erwischen kannst. Ne, hier. Nicht mit mir. Bam! Oh mein Gott, es ist wieder Mix. Mix, ich will noch nicht sterben. Holy shit. Mix hat die Reactions. Die Cousins werden die Vierlinge als Fünflinge verkleidet. Die werden immer besser hier. Das ist krass. Lord Dracul! Lol, den erwischt man immer instant. Ach so, weil der wahrscheinlich nur ein Potion dabei hat. Ja, aber der ist ja nett. Und dich erwischt. Und dich erwischt. Und dich erwischt. Und dich erwischt. Und jetzt erwischt. Willst du's? Willst du mich umbringen? Und jetzt? Ja, anscheinend jetzt wirklich. Easy. Oh, bitte gib mir dein Blut, du alter Tatterkreis. Ich möchte jünger werden. Jünger und jünger und jünger und jünger und jünger. Dieser Saft, der so schön prickelt in meinem Bauchnabel. Oh mein Gott, das ist Mox. Mox, was willst du? Deine Familie hat zuvor versagt. Auch du kannst deine Brüder nicht rächen. Hahaha, ich habe die ganze Familie im Kerker. Woo. Wenn ich dem einen Namen geben müsste, würde ich den Klaus nennen, ganz im Ernst. Aber mit K. Oh mein Gott, das ist die Fusion aus allen 5. Max, Max, Mux, Mix, Mux. Alter, damit, den kann man nicht besiegen. Den kann man nicht besiegen. Man muss vor dem abhauen. So einfach geht's. Spiel durchgespielt. Wenn man gegen den gewinnt, hat man das Spiel komplett durch. Deswegen ist die Wache auch so impressed von mir. Der hat gegen Max Mux Mix Mux Max Mux Mux gewonnen. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe mir das Spiel ein bisschen komplexer vorgestellt. Aber es gibt noch einen zweiten Teil. Vielleicht ist der ja was komplexer. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.